Wie viel Geld kann man eigentlich innerhalb von 24 Stunden nur mit Apps von zu Hause aus verdienen? Ja, genau um das Thema geht es heute im Video. Und zwar habe ich auch schon auf meinem Kanal einige Videos zu dem Thema Online-Geld verdienen, zu dem Thema Geld verdienen mit Apps gemacht. Und passend dazu ist jetzt ein Video aufgetaucht und zwar vom netten Herrn Dominik Lebersorger. Und zwar, er hat einen Tag lang mal ein Selbstexperiment gemacht und zwar einen Tag mit Apps Geld verdienen und Punkt, Punkt, Punkt von zu Hause verdient. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Bevor das Video startet, nochmal ein wichtiger Hinweis. Und zwar sage ich ja auch in meinen Videos immer wieder, das ganze Thema Geld verdienen mit Apps wird in einigen Videos leider immer falsch dargestellt. Und zwar wird immer so dargestellt, ja, man kann extrem schnell viel Geld verdienen, reich werden und so weiter und so fort. Und da sage ich direkt, nein, das ist nicht so. Man kann zwar ein bisschen was nebenbei verdienen. Ich habe ja auch schon einige Apps, ja, gezeigt, mit denen ich auch schon ganz gut was verdient habe. Und ja, da habe ich natürlich auch dann, ja, meine Auszahlung und so weiter und so fort bewiesen. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist eher dafür geeignet, nebenbei ein bisschen was zu machen. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade Zeit hat, man wartet auf den Bus, man ist im Wartezimmer und steht jetzt vor der Entscheidung, soll man jetzt eine App zum Zocken nutzen oder eine App zum Geld verdienen, dann würde ich eher immer sagen, lohnt es sich mehr, die Geldverdienen-App zu nutzen, weil selbst wenn man nur ein bisschen was verdient, verdient man immer noch mehr, als wenn man jetzt irgendeine, ja, Zocker-App benutzt, mit der man eigentlich nur, ja, Zeit verschwendet. Aber jetzt würde ich sagen, geht es erstmal los mit dem Video. Heutzutage gibt es unzählige Wege, Geld zu verdienen, und es ist kein Geheimnis mehr, dass man übers Internet reich werden kann. Doch für jeden Menschen, der übers Internet wirklich reich geworden ist, gibt es hunderte Menschen, die genau das behaupten, um euch irgendetwas zu verkaufen. Ein Thema, welches in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit bekommt, ist Geld verdienen mit Apps. Angeblich gibt es Applikationen, welche einen fürs Musikhören, fürs Gehen oder fürs Ausfüllen von Umfragen bezahlen sollen. Genau, also das sind die drei Sachen, die jetzt hier angesprochen hat, sind tatsächlich die Klassiker, also Geld verdienen durch Musik hören. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und ja, da kann ich direkt sagen, es funktioniert im Prinzip, also der Ansatz ist auch gar nicht schlecht, nur es wird von den App-Herstellern ja besser dargestellt, als es im Prinzip ist. Es gibt da allerdings auch einen kleinen Trick, den werde ich wahrscheinlich gleich auch noch verraten. Aber ja, schauen wir erstmal weiter. Und zum Thema Umfrage-Apps, da gibt es auch einige, die nicht so super sind, aber auch ein, zwei Apps, die wirklich gut sind, die werde ich auch natürlich gleich nochmal zeigen. Und genau diese Behauptung gehen wir heute auf den Grund. Ich werde meine Freizeit opfern und 8 Stunden lang, also so lange wie ein durchschnittlicher Arbeitstag, vor meinem Handy sitzen und versuchen, damit möglichst viel und möglichst schnell Geld zu verdienen. Kann ich mir danach schon eine gefälschte Rolex kaufen? Am Ende von diesem Video. Gefälschte Rolex, ja, das sind immer die besten Leute, also die dann am besten mit dem Fake Gucci-T-Shirt oder mit der Fake Rolex dann ein Video machen und zeigen, ja, 50.000 Euro an einem Tag oder im ersten Monat und so weiter und so fort. Aber ja, wer da heutzutage noch drauf reinfällt. Wissen wir mehr. Sehr schönes Intro. Guten Morgen, Freunde, ich bin gerade aufgestanden. Ich war schon duschen, Zähne putzen, jetzt rasiere ich mich, also die typische Morgenroutine. Was ich gerne mache bei meiner Morgenroutine, ist Musik hören, aber heute mache ich das auch. Aber es gibt einen Unterschied. Und zwar werde ich heute angeblich fürs Musik hören bezahlt. Ja, das ist doch safe hier wieder die Current Rewards App mit Sicherheit. Und zwar mit einer App namens Current. Sag ich Das Ganze doch. hört sich meiner Meinung nach etwas zu gut an, um wahr zu sein, aber ich habe trotzdem beschlossen, das Ganze zu probieren, weil ich eigentlich nichts zu verlieren hatte. Ich höre sowieso Habe ich auch gedacht und ja, wie gesagt, aber wir schauen das mal weiter. Gerne Musik, und ob das jetzt über Spotify oder irgendeinen anderen Anbieter passiert, macht eigentlich nicht viel Unterschied. Außerdem gibt es in der App noch andere Sachen, wie zum Beispiel den vollen Namen angeben, irgendwelche Spiele downloaden oder eine positive Rezension an diese App schreiben, um Credits zu bekommen, die man später in echtes Geld und anscheinend sogar in Bitcoin umtauschen kann. Von denen Das finde ich immer so einen, ja, kritischen Punkt und zwar, er hat es ja auch schon angesprochen. Man kann die Apps gut bewerten oder teilweise manche Apps und dann bekommt man dadurch Punkte, also im Prinzip auch ja, Geld. Und ja, das ist dann eben so eine Sache, weil man möchte natürlich gerade bei den Bewertungsportalen, zum Beispiel jetzt im App Store oder bei Google Play, möchte man natürlich eine ja, echte Bewertung haben. Und wenn dann die App selbst dafür bezahlt, dass man sie gut bewertet, dann ist es ja keine richtige Bewertung mehr. Und deswegen finde ich, das ist auch immer so ein Punkt, ja, den ich nicht wirklich gut finde bei diesen Apps hier. Habe ich auch ein paar gemacht. Und da ich die ganze Zeit Musik über diese App gehört hatte, war ich eigentlich zuversichtlich, dass da der ein oder andere Euro dabei rumkommen würde. Außerdem hatte ich den genialen Einfall, die Musik einfach den ganzen Tag über leise im Hintergrund laufen zu lassen, um meine Einnahmen mit dieser App zu maximieren. Dann Genau, und zwar, was er jetzt gerade angesprochen hatte, das ist auch im Prinzip
so eine Art Trick, und zwar jetzt nicht das Ganze immer im Hintergrund laufen zu lassen auf seinem normalen Handy, sondern eben das Ganze einfach auf einem alten Handy zum Beispiel. Ich denke mal, jeder von euch hat noch irgendwo in der Schublade ein altes Handy rumliegen, ein Zweithandy. Und wenn man das Ganze dann darüber laufen lässt, dann stört es einen ja auch nicht, weil man das Handy eh nicht mehr benutzt. Und was man dann auch noch machen kann, man kann, wenn man natürlich das Ganze jetzt nicht immer irgendwo hören will, kann man dann einfach noch Kopfhörer anschließen oder ja, alte, zum Beispiel hier irgendwelche ja, Ohr-Kopfhörer anstecken und dann das Ganze einfach laufen lassen und beziehungsweise in ihr Kopfhörer. Und da hört man das Ganze auch nicht und dann läuft die App quasi im Hintergrund die ganze Zeit auf dem zweiten alten Handy, was man eh nicht benutzt, durch und ja, man verdient dann diese Points oder Credits. Hatte ich noch den Einfall, das System komplett auszudribbeln und die Lautstärke einfach auf stumm zu schalten. Ja, das aber funktioniert das natürlich funktioniert nicht. Leider nicht. Wäre auch zu macht ja keinen Sinn. Aber warum will man auf dieser Plattform überhaupt fürs Musikhören bezahlt? Nun ganz einfach, da einfach extrem oft Werbeunterbrechungen sind. Ja, ist ja immer der Klassiker. Also ist, kann man ja auch gar nicht anders gewährleisten. Ist ja auch auf YouTube so. YouTube ist ja nur gratis, weil Werbung kommt. Sonst würde YouTube kein Geld verdienen, würden die YouTuber wie ich oder auch er kein Geld verdienen, dann würde es gar keinen Sinn machen, YouTube-Videos zu ja, produzieren, wenn man nichts davon hat. Und so ist es eben bei der App auch. Warum sollte die App einfach einen gratis Musik hören lassen? Macht ja gar keinen Sinn. So, und ja, das Prinzip ist dann dahinter, es kommt dann Werbung und durch die Werbung verdient die App dann wieder Geld und kann euch dann einen Teil dieses Geldes dann ja auch ausbezahlen. Das ist eben das Prinzip dahinter. Ist eigentlich nicht schlecht, wie ich finde, aber ja, die Umsetzung hat hier und da ein paar Schwächen, wie ich finde. Ich beschäftigte mich also die ersten 2 Stunden mit der Current App und habe dann beschlossen, sie im Hintergrund laufen zu lassen. Dann war ich motiviert, ein bisschen härter für mein Geld zu arbeiten und habe mir die ersten Umfrage-Apps runtergeladen. Ich bin auf eine App namens Zap Survey. Genau, und ja, ich werde jetzt natürlich nicht konkrete Namen nennen jetzt, weil ich nicht irgendwie Probleme kriegen möchte, aber bei einigen Apps ist es eben so, dass das Ziel ist, dass ja, man möglichst viele Umfragen dann ausfüllt, aber schwer das Ganze auszahlen lassen kann. Bei den meisten Apps ist die Auszahlungsgrenze leider sehr hoch, teilweise 20, 30 oder sogar 40, 50 Euro. Und bis man da erstmal ist, bis dahin haben die meisten eigentlich schon aufgegeben. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall gleich noch mal eine App vorstellen, bei der man schon eher auszahlen lassen kann, was auf jeden Fall ein ganz klarer Vorteil ist. Wie der Name schon verrät, ist das eine Survey, also eine Umfrage-App. Und diese App hat mich absolut beeindruckt, denn schon nach der ersten Umfrage, welche lediglich ein paar Minuten gedauert hat, hatte ich schon ein paar Dollar. Doch dann hatte ich das erste Problem, denn die App hatte nach dieser Umfrage einfach keine weiteren Umfragen mehr für mich. Also habe ich einfach den logischen Schritt getätigt und habe mir andere halb seriöse Umfragen-Apps runtergeladen. Die nächste App hat mich auf irgendeine sketchy Internet-Webseite weitergeleitet, die ein bisschen zu viel Daten von mir wollte. Ja, ist auch immer so eine Sache. Also es gibt da leider recht viele schwarze Schafe da. Manche Apps, die wollen einfach nur Daten abgreifen und da ist die Auszahlung auch immer recht schwierig. Aber ja, wie gesagt, nicht bei allen Apps. Also manche sind auch gut und funktionieren besser. Als mir eigentlich lieb war. Aber für ein unterhaltsames Video nehme ich es natürlich in Kauf, dass meine hochsensiblen Daten irgendwo hin verkauft werden. Ja, und als Dank dafür wurde ich von dieser App für die nächsten 3 Monate von allen Umfragen gebannt, weil meine Antwort anscheinend nicht gut genug für die Qualitätssicherung war. Ich habe mir bei meinen Antworten wirklich Mühe gegeben und ich habe auch immer mehr als die gewünschte Wortzahl geschrieben. Also ja, das ist eben so, man hat manchmal so eine bestimmte Wortanzahl, die man eben schreiben muss, weil die App natürlich sicher gehen möchte, dass man jetzt kein Bot ist oder so und da einfach irgendwas hinschreibt, irgendwelche willkürlichen Wörter, aber naja, ist natürlich so. Aber wir schauen mal weiter. So, keine Ahnung, was da so schlimm dran war. Auf jeden Fall ist da der Zug halt abgefahren. Ab zur nächsten App. Ich habe mich durch jede Menge Apps durchprobiert und nach ein paar Apps, welche mein Handy mit Sicherheit mit irgendwelchen Viren infiziert hatten, bin ich auf eine App gestoßen, die endlich mal genug Fragen für mich hatte und mich auch nicht gebannt hat. Perfekte Voraussetzungen also, da richtig rein zu grinden. Mit der immer noch laufenden Musik von Current im Hintergrund habe ich mit höchster Konzentration Umfrage nach Umfrage weggeballert. Ich konnte die Yacht und den Maserati in meiner Einfahrt von meiner privaten Villa mit Springbrunnen am Grundstück schon förmlich sehen, doch dann gingen auch. Ja, also das ist natürlich hier, ja, ist natürlich Ironie ganz klar von ihm, aber wie gesagt, habe ich auch am Anfang betont, gerade mit diesen Umfragen-Apps, manche funktionieren echt gut, nur da muss man eben aufpassen, dass man ja, jetzt Umfragen nimmt, beispielsweise bei der App, die ich auch gleich zeigen werde, da sieht man immer, wie lang die Umfrage geht und wenn man jetzt schon sieht, okay, die Umfrage geht 15 Minuten, aber man kriegt nur 1 Euro, ja, dann lohnt es sich nicht wirklich, aber wie gesagt, was er so sagt mit Maserati und Yacht, das ist auf jeden Fall natürlich
nicht realistisch, weil man ja mit solchen Apps jetzt eher vielleicht, ja, wie viel kann man verdienen? Vielleicht 200-300 € pro Monat, wenn man sich wirklich anstrengt. Und ja, wir schauen jetzt erstmal weiter. Auf dieser App die Fragen aus. Und ich musste mich wieder neu orientieren. Mittlerweile war es Nachmittag und ich hatte den ganzen Tag noch nichts anderes getan, als irgendwelche datenschutztechnisch fragwürdigen Apps zu benutzen. Also war es für mich mal Zeit, ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Aber nicht wegen meiner Gesundheit oder wegen meiner Psyche oder so, sondern weil ich eine App gefunden habe, die einen anscheinend fürs Gehen bezahlt. Das Ganze nennt sich Sweatcoin und 1000 Schritte sind anscheinend. Genau, also zu dem Thema hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, da ist es meistens so, dass man jetzt nicht wirklich Geld bekommt, sondern eher so, ja, Gutscheine oder ja, irgendwie Rabattcodes. Dann ist es ja im Prinzip, ja, man spart irgendwo Geld, aber jetzt wirklich verdienen ist es jetzt auch nicht wirklich. Ein Sweatcoin und man kann sich mit schon 15 Sweatcoins schon Hundefutter kaufen, anscheinend. Wow. Also das war absolut vielversprechend und ich war motiviert, jede Menge Steps zu machen, um diese Sweatcoins zu kriegen. Zu Hause angekommen war. Also an sich ist es auch, ich will es ja gar nicht schlecht reden, das Prinzip ist eigentlich super, weil die meisten, ich leider auch, bewegen sich viel zu wenig, also machen zu wenig Schritte, gerade wenn man viel sitzt oder auch, keine Ahnung, in der Schule, in der Uni viel sitzt oder auch einfach im Büro beim Arbeitsplatz, da hat man eben das Problem, dass man viel zu wenig Schritte macht. Man soll ja auch wohl 10.000 Schritte jeden Tag machen, also um wirklich gesund zu bleiben langfristig. Und dann kann so eine App natürlich auch motivieren. Deswegen finde ich den Ansatz gar nicht schlecht, nur wie gesagt, die Umsetzung ist immer natürlich, ja, nicht immer optimal, sagen wir es mal so. War ich dann motiviert, in den letzten Stunden nochmal richtig reinzuhasseln und so ziemlich alles rauszuholen, was geht's. Und da bis jetzt die Umfragen halt das lukrativste waren, habe ich beschlossen, einfach stumpf Umfragen wegzubranden. Jedoch war bei. Ja, das ist eben auch so. Also im Endeffekt, Umfrage-Apps sind wirklich da, eigentlich laut meiner Erfahrung auch die besten. Und ja, mal gucken, was er jetzt noch dazu sagt. Fast jeder Umfragen-App das gleiche Spiel. Am Anfang lief alles blendend, aber irgendwann waren dann einfach keine Umfragen mehr da. Und da fing ich an, das größere System hinter diesen Umfrage-Apps zu verstehen. Ja, wie gesagt, also vielleicht, also ich höre ja raus, er hat sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. So, bei manchen Apps ist es auch so, dass man einstellen kann, wie viele Umfragen man kriegt. Zwei pro Tag, drei pro Tag oder so viel wie möglich und so weiter und so fort. Und ja, aber er wird jetzt wahrscheinlich das Prinzip ansprechen, was ich auch schon gesagt hatte am Anfang. Die meisten sind so aufgebaut, dass man am Anfang einfach einen sehr großen Boni bekommt, der einen dann motiviert, weiterzumachen. Doch je mehr Umfragen man macht, desto weniger bekommt man dafür bezahlt und irgendwann sind dann einfach keine Umfragen mehr da. Hinzu kommt, dass man sich das Geld erst ab einer bestimmten Höchstgrenze auszahlen kann und die Chance, dass man bis dahin aufgegeben hat, ist wahnsinnig hoch. Viele Leute schaffen es dann halt einfach nicht, den Höchstbetrag zu erreichen und somit bleibt das Geld in der Firma und die Arbeit, die man verrichtet hat, ist eigentlich umsonst. Außerdem verbrachte ich auch Gott. Das ist natürlich echt dann sehr ärgerlich, wenn man zum Beispiel jetzt 2, 3 Stunden die ganze Zeit Umfragen ausgefüllt hat und am Ende hat man quasi gar nichts davon. Aber ja, ist wie gesagt auch nicht bei allen Apps so. Gottlos viel Zeit, diese Apps mal rauszusuchen, weil es wirklich bei jedem Download ein absolutes Lotteriespiel war, ob die Ich App schaue mal eben überhaupt nach meiner App funktionsfähig hier. ist oder nicht. Bei einigen kam die Mail zum Account erstellen nie an, auch nicht in den Spam-Ordner. Und andere Apps ließen sich schlicht und einfach auf meinem iPhone nicht öffnen. Ich war sogar auf YouTube unterwegs und habe mir Videos wie Top 10 Money-Making-Apps reingezogen, die mich aber auch nicht so wirklich weitergebracht haben. Ja, wie gesagt, das, ja, man kann nicht pauschal sagen, dass alles so schlecht ist. Und ja, schauen wir mal weiter. Ganze war also relativ mühsam, aber ich habe trotzdem jede Menge Umfragen gemacht. Und kommen wir zum Punkt, auf den ihr alle gewartet habt. Ich habe die 8 Stunden wirklich aktiv nach solchen Apps gesucht, habe mich wirklich darüber informiert und habe wirklich mein Bestes versucht, da möglichst viel Geld rauszuholen. Ich habe das nicht so nur nebenbei gemacht oder so oder wenn man halt kurz am Handy war, sondern ich habe wirklich diese 8 Stunden am Handy mit Recherche, Downloads, Umfragen. Ja, wie gesagt, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Also, er hat es jetzt ja quasi so gemacht, er macht hauptberuflich Geld verdienen mit Apps. Und das ist natürlich, ja, es funktioniert natürlich nicht. Also, es kann man, ja, ist natürlich auch irgendwo klar, weil ansonsten, wenn man da jetzt wirklich reich werden kann und so, dann würde es ja jeder machen. Und ja, wir schauen mal weiter, was er jetzt noch dazu sagt. Musik hören und gehen verbracht mit dem Ziel, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und das ist dabei rausgekommen. Wie viel Geld?
Fangen wir mit Current an. Ich habe auf dieser App wirklich über 8 Stunden Musik laufen gehabt und habe somit 358 Points erwirtschaften können. Um sich einen Dollar in Form von PayPal-Guthaben auszahlen zu können, braucht man 7950 Points. Das heißt, ich habe für meine 8 Stunden Musik hören ungefähr 4,5 Cent verdienen können. Ja, wie gesagt, das ist jetzt, klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man sich so überlegt, wie ich es auch eben gesagt hatte, ist es vielleicht gar nicht so mega schlecht. Also wir können ja mal kurz gucken. Ich glaube, er hat er 8 oder 4 Stunden gesagt? 4,5 Cent verdienen können. Bei Sweatcoin habe ich 10.000 Stunden Musik hören, ungefähr 4,5 150 Points. Das heißt, ich habe für meine 8 Stunden Musik hören ungefähr... Ja, okay, 8 Stunden Musik hören für ja, 4,5 Cent. Dann hätte man ja, ja an einem Tag ungefähr 15 Cent. Und ja, wenn man das Ganze dann quasi auf seinem alten Handy, was man eh nicht mehr benutzt, laufen lässt, hätte man ja theoretisch jeden Tag 15 Cent, die man einfach so bekommt, dafür, dass man das Handy liegen lässt und auf 1% Lautstärke laufen lässt. Und das Handy benutzt man ja so nicht. Also wenn man so an diese ganze Sache rangeht und das Ganze noch mit verschiedenen anderen Apps verbindet, dann kann sich das Ganze ja schon gewisserweise mehr lohnen. Aber ja, schauen wir mal weiter. 4,5 Cent verdienen können. Bei Sweatcoin habe ich 10.458 Schritte getätigt. Ein normal aktiver Mensch macht am Tag ca. 10.000 Schritte. Dafür habe ich ca. 13 Sweat. Naja, aber das, also die Aussage, ich hatte mal so eine, ja, so eine Uhr, die immer die Schritte gemessen hat und so weiter. Und da hatte ich vielleicht immer so, obwohl ich auch schon spazieren gegangen bin extra immer und so, hatte ich nur 7.000 bis 8.000 Schritte. Also normal aktiver Mensch, jeden Tag 10.000 Schritte. Also weiß ich nicht, bin ich da zu faul oder so? Oder schreibt mal rein, wie viele Schritte ihr immer so habt. Also ich finde, 10.000 Schritte ist schon recht sportlich. Also klar, wenn man jetzt joggen geht, da kriegt man mehr Schritte. Aber wenn man jetzt nur so rumgeht oder so, kriegt man jetzt nicht so viele Schritte. Coins bekommen. Mit dieser Summe konnte ich mir Rabattcodes für Hundefutter oder einen Rucksack kaufen. Ich habe dann aber gesehen, dass man diese Sweatcoins spenden kann. Das habe ich dann natürlich getan und ich hoffe, dass es auch wirklich was nützt. Ehrenmann. Coin finde ich persönlich cool, gehen tut man sowieso und wenn man damit dann wirklich irgendwelche gemeinnützigen Organisationen unterstützen kann, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, diese App nicht zu haben oder nicht zu empfehlen. Das große Ja, sehe ich auch so, also klar, also jedem sollte am Anfang, denke ich, klar sein, mit gehen wird man jetzt, weil was hat die App davon, dass man geht? Klar, man hat da auch wahrscheinlich wieder Werbung und so weiter und so fort, aber wie gesagt, reich wird man damit nicht, aber als Ansporn, dass man mehr verdient und wenn man das Ganze auch noch, dass man mehr Schritte macht und wenn man das Ganze auch noch spendet, ist natürlich dann super. Geld wird man dort aber eher nicht verdienen. Mit allen Umfrage-Apps kombiniert habe ich 9,46 € verdient, wobei man da dazu sagen muss, dass ich an dieses Geld schlicht und einfach nicht rankomme, da ich auf keiner App den Auszahlungsbetrag erreicht habe. Ich habe also mit 8 Stunden nicht anstrengender... Naja, aber da wundert es mich tatsächlich und zwar 9 Euro, dann hat er wahrscheinlich so auf einer App so 3 bis 4 Euro verdient und zum Beispiel hier, ich kann mal kurz eine App zeigen, ich muss mal kurz gucken, ob man das sehen kann hier. Und zwar, hier sehen wir, also ich scroll mal runter hier, ich aktiviere es mal. Also hier habe ich knapp 138,40 € mit dieser App verdient. Und ja, Link zur App packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, da hat das Ganze eigentlich sehr gut funktioniert. Und da konnte man eben auch einstellen, hier unter, Moment, Umfragehäufigkeit, hier kann man einstellen, wie oft man Umfragen bekommen kann. Das heißt, 1 bis 2 pro Tag, 2 bis 3 alle paar Tage oder so viele wie möglich. Und da hat er wahrscheinlich vielleicht, weil er gesagt hat, dass man dann keine Umfragen mehr bekommen hat, hat er vielleicht eingestellt, dass man nur 2, 3 Umfragen am Tag bekommt. Und ja, vielleicht lag es dann daran, dass er dann nicht so viele Umfragen bekommen hat. Und hier bei dieser App hat man eben ab 3 Euro die Möglichkeit, sich das Ganze auszahlen zu lassen. Und 3 Euro schafft jeder innerhalb von einem Tag. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich packe euch die App mal in die Videobeschreibung. Keine bezahlte Werbung. Und ja, dann schauen wir uns mal eben das Fazit hier noch zusammen an. Aber schon etwas monotone Arbeit. Ungefähr 9,50 € verdient. Das lässt auf einen Stundenlohn von ca. 1,19 € schließen. Das liegt also... Ja, wie gesagt, also ich denke mal, wenn man es ein bisschen... ja, okay, er hatte jetzt auch... noch nicht so viel Erfahrung, er wusste nicht, welche Apps jetzt nicht funktionieren, welche funktionieren. Wenn er es vorher gewusst hätte, hätte er mit Sicherheit auch mehr verdient, weil er sonst nicht die ganze Zeit, also viel Zeit in ja, unseriösen Apps verschwendet hätte.
zu 8,31 € unter dem derzeitigen Mindestlohn, welcher in Deutschland 9,50 € brutto beträgt. Das Ganze hört sich nicht wirklich sonderlich gut an, ruft man sich jedoch ins Gedächtnis, dass der Mindestlohn in Kuala Lumpur zum Beispiel mit 1,26 € brutto. Ja, eben, also das vergessen auch mal viele. Uns geht es hier eigentlich in Deutschland immer im Prinzip super. Und ja, man darf auch nicht vergessen, mit Apps ist es natürlich deutlich entspannter als irgendwie, keine Ahnung, wirklich auf dem Bau zu arbeiten oder so, wenn man einfach nur zu Hause am Handy chillt oder Musik hört oder rumgeht oder irgendwelche Fragen beantwortet. Das ist natürlich deutlich entspannter als irgendwie, ja, irgendeinen anderen Job auszuführen, der zum Beispiel einen körperlich fördert. Deswegen muss man das ja natürlich auch immer beachten. Pro Stunde nur knapp über meinem Stundenlohn liegt, ist es für die verrichtete Arbeit gar nicht so schlecht. Jedoch würde ich das Ganze trotzdem absolut niemandem weiterempfehlen, da man halt einfach so viel sinnvollere Sachen mit seiner Zeit machen kann. Heutzutage. Ja, stimmt. Also muss ich auch ihm zustimmen. Jetzt wirklich so, das alleine zu machen, lohnt sich nicht. Wie gesagt, nebenbei, aber das habe ich auch schon jetzt 10 Mal gesagt in diesem Video. Kann man sich mit dem Internet extrem viele Skills einfach so aneignen und von diesen kann man länger und besser profitieren, als für irgendwelche Centbeträge stundenlang Umfragen zu machen. Tauscht eure Zeit nicht gegen so wenig Geld, sondern überlegt euch, was ihr lernen könnt, von dem ihr später besser und länger profitieren könnt. Ja, genau, ein sehr guter Ansatz ist ja auch immer dieses Thema, man sollte nicht seine Zeit gegen Geld tauschen, weil Zeit hat man im Prinzip nicht unendlich, die Zeit ist begrenzt und eben somit das Wertvollste, was man hat als Mensch. Und deswegen aufpassen, dass man eher das Geld für sich arbeiten lässt, dieser schöne schlaue Spruch. Aber jetzt erstmal weiter. Ich bin kein Geldverdienen oder Business Coach. Ich wollte das Ganze nur unbedingt mit ins Video nehmen, weil ich will, dass ihr alles schafft, was ihr euch vornehmt und dass es euch am Ende des Tages gut geht. Sehr schöne Schlusswörter auf jeden Fall. Man muss sagen, vom Video her sehr gut, also sehr professionell aufgebaut. Ich bin auch ehrlich, ich habe mir dann ein paar andere Videos noch von ihm angeschaut. Ist natürlich auch krass, wie das Ganze dann immer aufgebaut ist. Also zum Beispiel, wenn man dann ein Video guckt, werden ja einem ja ständig andere Videos vorgeschlagen und ich muss sagen, hier die anderen Videos, also er macht echt gute Videos, muss man sagen, also Respekt hier für die Videos, ich hoffe, es läuft weiter so gut bei ihm hier und ja, das war es soweit mit diesem Video. Wie gesagt, mit Apps wird man jetzt nicht unbedingt reich, aber nebenbei kann das Ganze schon ganz gut funktionieren und ja, schaut euch die App an, die ich euch empfehle in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne rein, falls ich noch auf andere Videos reagieren soll. Schickt mir da auch gerne Videos zu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und ciao.